Okay, ihr spielt wieder was für uns. Kann auch was spielen. Wie wurde hingeschmissen? Man muss ja sein Lifestyle finanzieren. Geflasht wurde er auch. No. Ja, das stimmt. Ein Grund, warum ich auch hier sitze, damit ich weiter Katzenleckerlis und Katzenfutter für die Kleinen. Mit Kina. Ich bin jetzt tatsächlich seit... Seit wann bin ich selbstständig? 1,5 Jahren jetzt, ne? Doch, seit 1,5 Jahren. Ist, ja. War nicht bei dir ganz so einfach. Aber Prio haben tatsächlich immer die Tiere. Immer. Sobald ich zum Beispiel auch merke, dass die Gastritis bei meinem Kater schlimmer wird, ich bin die Erste, die mit dem zum Arzt rennt. Sei es um 6 Uhr, sei es um 23 Uhr, ich bin die Erste, die mit dem Kater sofort losrennt. Gut, bei jedem davon aber. Wir haben halt nur einen, der halt sehr krank ist. Wo müssen wir hin? Kitty, führe mich. Ich bin falsch gerannt, okay. Ich habe wieder in meinem Alter. Die nicht. Die Zähne gehören. Also, tatsächlich von Fairies habe ich jetzt tatsächlich auch nicht so viel Ahnung. Ich weiß es halt nur von Kitty. Weil. Ja gut, mit Kitty habe ich mich halt schon mehrfach drüber unterhalten. Ich find's halt einfach cool. Ich find's einfach cool. Hi. Lifestyle finanziert. Kann ich wie mein Kater auch rumliegen und futtern. Ja, wäre schön, ne? Wäre schön. Aber das wäre zu einfach. Vielleicht werden wir im nächsten Leben ja Tiere. Kommen gute Familien. Komme ich hier raus? Ja, nein, vielleicht. Na, Sache ist, ich habe meinen den Tieren verpflichtet. Hat keine Olle einen Platz. Nein, Partner wird immer unter dem Pflegetieren stehen. Und selten welche mit zurecht. Das stimmt. Das stimmt. Aber mir stehen meine Tiere auch an erster Stelle. Ja, wie gesagt, ich habe für Salem, also das ist ja tatsächlich mein eigener Kater, den habe ich ja mit in die Beziehung geholt. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich jetzt 4 Jahre her. Da hat er halt ganz schlimmes Erbrechen. Da hat sich dann halt auch, wie gesagt, die Gastritis halt auch rausgestellt. Und ich glaube, es war 22 oder 23 Uhr abends. Und ich hatte so eine Angst, weil er sich halt alle halbe Stunde hat er sich halt übergeben und das hat nicht aufgehört. Und da hat mein Großvater auch noch gelebt und ich habe dann, weil ich kein Auto hatte und auch keinen Tierarzt zu einem gefahren wäre, hatten wir leider nicht in der Nähe, habe ich tatsächlich mitten in der Nacht meinen Großvater angerufen und habe gesagt, du Opa, ich muss zum Nottierarzt. Ich weiß nicht, wie ich sonst da hinkomme. So, da war ich auch noch Schülerin, also auch noch kein Geld für Taxi oder sowas, weil Taxi hätte, glaube ich, 100 Euro gekostet. Hatte ich gerade mal nicht so nebenbei. Und ja, dann sind wir halt nachts los, haben den Kater dahin gebracht. Und ich glaube, direkt dem nächsten oder den übernächsten Tag wurde er dann operiert. Und da bin ich dann auch direkt hin. Und habe das dann, Gott sei Dank, über Ratenzahlung abzahlen können. Aber das war mir, das war es mir wert. Und jetzt hat er ein wunderschönes Leben. Weiterhin. Meine süße kleine Fellnase. Ich bin schon mal raus aus ESO. Ich gehe eben fix Gassi. Alles klar, Kitty. Alles klar. Ich mache jetzt auch noch nur noch wahrscheinlich diese Quest oder vielleicht auch noch ein, zwei weitere Quests. Alle sind zurück weißt an einem Ort. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Ich habe euren Assistenten gerettet. Und keinen Moment zu früh. Ich muss ja sowieso noch einmal in die Stadt. Einen der Folianten zu bändigen. Er hat sich als äußerst aufschlussreich herausgestellt. Ich muss noch in die Stadt. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das Relikt der Sterne wurde erschaffen, um Wissen zu bewahren. Das war uns bereits bekannt. Doch das Buch spricht von einer tieferen Ebene, die vom Rest der Ruine abgetrennt ist. Ich hatte schon vermutet, dass das Herz von Anomaril irgendwo in dieser Ruine versteckt ist. Und jetzt weiß ich auch wo. Nur Klinik für dir ist Next Level. Meine hatte wo ist hier? Bin jetzt auf gleich und ich hätte Sonntagabend direkt ins Auto von 45 Kilometer Klinik gerast. Dann die mir, wir dürfen ihm keinen Fiebersenker geben. Macht dann 350 €. Ja, also wie gesagt, bei mir, ich hatte halt nur einmal fix angerufen. Haben dann gesagt, okay, kommen Sie vorbei. Die hatten dann halt alles schon vorbereitet. War auch ein sehr, sehr netter Mann, der da das dann nachts gemacht hat. Hat sich halt den Kater nur angeguckt und meinte dann so, okay, für die Nacht hat er jetzt was gekriegt. Wir gucken, dass wir sie jetzt in den nächsten Tagen halt reinquetschen. Und direkt am nächsten Tag kam dann halt auch direkt der Anruf. Okay, kommen Sie mit Ihrem Kater vorbei, am besten morgen. Jetzt, also ich sollte dem halt sowieso schon nur noch wenig geben. Dann halt, okay, ab jetzt dann nichts mehr zu essen, nur noch ein bisschen Wasser. Und ja, habe ich dann gemacht. Mein Kater hat mich gehasst, war mir egal. Ich dann meinen Großvater angerufen, gefragt, du Opa, kannst du morgen? Also eigentlich nicht, aber machen wir, ich verschiebe meinen Termin. So, wir dann dahin. Und ich glaube, ich lag in der gesamten Zeit, wie ich dann bei meinen Großeltern gesessen habe, weil er hat mich dann auch nicht nach Hause gefahren. Hab dann da zum Mittag gegessen. Und ich glaube, die halbe Zeit habe ich einfach nur da gesessen und geheult, weil ich Angst vor meinem Kater hatte. Und wir kommen dann einfach nur da an und er mautscht schon. Er hat mich halt nur gesehen. Und er mautzt mich halt schon an. Die komplette Praxis schon voll gemautzt. Dann nur so. Ihr Kater ist ein verdammt süßes Goldstückchen. Ich so, ja, ich weiß. Und ich habe dann auch erstmal da schon wieder weiter angefangen zu heulen. Da haben sie mir, es war halt tatsächlich Tierarztfutter, mega teures Zeug. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein 1,5 Liter Sack haben sie mir noch geschenkt dazu. Also das war noch nicht mehr im Preis inbegriffen. Und ja, dann durfte ich den kleinen Racker wieder mit nach Hause nehmen. Der hat mich dann erstmal mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Ich hatte dann mein Bett auch im Wohnzimmer quasi aufgebaut, damit ich ihn halt die ganze Zeit beobachten konnte. Und ja, mein Kleiner hat es aber überstanden. Hat mich, ich weiß gar nicht, ich glaube 780 € habe ich tatsächlich zahlen müssen. Da habe ich innerhalb von 12 Monaten dann abgezahlt. Von dem, was ich an BAföG halt gekriegt hatte da zu der Zeit. War nicht so einfach. Ich habe in der Zeit wenig halt für mich gehabt. Hab dann das ganze Zeug dann alles für den Kater gekauft. War es mir aber wert. Jetzt lebt er wunderbar. Und ja. Seine Gastritis ist zumindest ein bisschen besser geworden. Einmal im Jahr hat er es, aber nicht mehr so schlimm. Zumindest nicht, dass er jetzt, ne, den ganzen Tag durchreiert. 2-3 Mal, dann gucken, beobachten, dann funktioniert das meistens bei ihm. Ich habe nichts gemacht, dafür habe ich gezahlt. Ach, es ist halt echt mies. Es ist halt echt mies. Wir hatten auch mal einen Tierarzt, das ist aber Jahre her, da war ich noch Kind. Die wollten unseren Kater auch nicht behandeln. Da hieß es dann nur so, ihr Kater ist tödlich krank, da können wir nichts mehr machen. Der Kater hat doch 2 Jahre weitergelebt. Der hat doch 2 Jahre wirklich weitergelebt. Und hier ist dann nur so, ja, nee, sie müssen den Kater einschläfern lassen. Die Leute, die den dann einschläfern sollten, dann nur so, dem Kater, warum? Der will nicht, der will weiterleben. Und die haben dann halt alles versucht, dass er dann zu einem anderen Tierarzt konnte. Er hat dann nochmal ein paar Medikamente gekriegt und dann ging's. Aber zu dem einen Tierarzt sind wir auch nie wieder. Ich glaube, den gibt's auch schon gar nicht mehr. Also, es war, wo die ihre Lizenzen dafür her hatten, man weiß es nicht.
Also manche sollten vielleicht keine Tiere behandeln. Wäre vielleicht, wird mir ganz angebracht. Wo ist es? Falls man dieser Inschrift mal weiter zu kommen. Liegt der Eingang irgendwo in der Halle der Macht. Doch da ist noch etwas anderes. Ah, ja. Würdet ihr mich begleiten? Ja, in Ordnung. So, die Quest machen wir hier auf jeden Fall noch. Ich will keine halben Quests machen. Danke. Ted Rooney verhält sich seit seiner Rückkehr ziemlich unberechenbar. Eigentlich, dass es ihm während der Fahrt besser ging. Nicht den Sound vom Motor vom Auto. Nie so einen hast du gesehen. No. Also meiner hasst Autofahren. Der hasst es einfach nur. Das müsste weit genug sein. Mhm. Als ihr nach meinen Assistenten gesucht habt. Das ist nur Snowflake der Garter. No. Ein intelligentes Wesen, meine ich. Also wir haben einen, der glaube ich ganz gerne Auto fährt. Die anderen beiden hassen es. Wir schreien ja noch immer alles, also wirklich alles zusammen. Und unser Hund mag auch kein Auto fahren. Es gab ein Detran namens Ukesei in den Fleischgärten. Verdammt. Ich überlege jetzt gar nicht mehr, wie man das ausspricht. Das Buch erwähnt sie ausdrücklich als eine Art Bewahrerin. Ihre Spezialität war... Da verkriecht sich meiner. Nun, also allgemein bei Musik. Was ist das? Ruhige Musik. Sie kontrollierte den Geist anderer. Offenbar hatten selbst die Eileiden Angst vor ihr. Glaubt ihr, dass sie euren Assistenten kontrolliert? Gut möglich. Ted Rooney ist nicht mehr derselbe, seit er zurück ist. Für gewöhnlich ist er sehr eifrig bei seinen Studien. Ist der Name. Aber jetzt wirkt er ganz in sich zurückgezogen. Es ist regelrecht bedrückend, ihn so sehr leiden zu sehen. Was wollt ihr ihn denn dagegen unternehmen? Ich würde gerne ein paar einfache Tests auf dädrischen Einfluss durchführen. Könnt ihr in der Zwischenzeit Behelia mitnehmen, um nach der Halle der Macht zu suchen? Ich vermute, dass das Herz von Anomaril innerhalb ihrer Mauern liegt. Ich habe auch Bilder, ja. Also wir haben ein... Das ist reiner Hauskater. Keine Ahnung, was da drin steckt. Ich kann die Bilder gleich mal zeigen. Ich muss nur einmal kurz den Ordner raussuchen. Dann haben wir einen Bengalkater. Das ist unser jüngster. Hier ist der kleine Gizmo. Und meiner ist eine Mischung aus Hauskater und Maine Coon. Also seine Mutter war reinrassige Maine Coon. Sein Vater war irgendein Hauskater, der... durch die Gegend flaniert ist, wie uns damals die Familie erzählt hat. Also, es war halt von Freunden. Von Freunden haben wir dann halt Salem bekommen. Und ja, war erster Kater meiner Mutter. Und ja, dann habe ich ihn halt quasi aufgenommen. Ich muss einmal... Jetzt. Bildschirm hier. Das ist einmal Gizmo. Unser Bengalkater. Der süße Kleine. Hat nur Scheiß im Kopf. Redet mehr als alles andere. Der war so cute. Ja, goldes Hühnchen. Wasserratte, ja, er liebt Wasser. Jedes Mal, wenn ich die Tür zum Badezimmer aufmache, ist er der Erste, der halt in der Badewanne sitzt. Der liebt Wasser. Der liebt Wasser abgöttisch. Da ist auch noch ein Bild von ihm. Da hat er sich irgendwie unter die Decke geknuddelt. Ja, das war auch süß. Dann... Ach ja, das hier war nach der OP von Salem. Das war nach seiner OP. Da war er noch ein bisschen dösig. Da saß ich mit ihm im Auto. Und er hat die ganze Zeit nur seine Pfote rausgestreckt, dass ich sein Pfötchen halte. Ich heule immer noch. Ich heule immer noch jedes Mal, wenn ich das sehe. Mein armer kleiner Schatz. Wie gesagt, das ist der halb Maine Coon, halb Hauskater ist. Den Charakter hat er auf jeden Fall vom Maine Coon.
Alles andere ist, glaube ich, einfach nur Hauskatze. Jetzt muss ich aber kurz gucken. Das ist Leo. Mit seinem Plüschtier. Reiner Papakater. Kommt aber auch manchmal zu mir. Selten, aber manchmal ist er da. Reiner Hauskater. Könnte aber auch ein Hund sein. Der bringt sogar Sachen wieder, wenn man sie sucht. Das ist auch immer recht, recht interessant. Habe ich denn noch? Ja, hier ist auch noch ein. Da hat er sich auch mal an mich angeknuddelt. Bestimmt vom Hund nie gelernt. Nee, der Kater war vor dem Hund da. Der Hund hat es, glaube ich, eher vom Kater gelernt. WB Kitty. Ich bin immer noch nicht fertig mit ESO. Wir machen gerade Tier-Content. Gerade sind die Tiere hier am Start. Das ist unser Hund. Aber da war sie noch ganz, ganz klein. Da war sie... Boah. 5 Monate? 6 Monate? Ich habe leider gerade kein Bild von ihr. Also in ganz, ganz groß. Da hatte sie noch so einen kleinen Pinsel. So ein süßes Viech. Und liebt Sand. Hauptsache Sand. Alles andere ist egal. Hauptsache Sand. Dann haben wir hier das Kaninchen, was wir ja gefunden hatten auf der Autobahn. Was ausgesetzt wurde. So ein kleiner Spatz. Er mag aber halt wirklich keine Menschen. Wer kann es ihm verdenken? Wer weiß auch, was er in seiner Familie davor noch erlebt hat, während er da gewesen ist. Sind ja auch immer so Sachen. Da. So liegt mein Kater öfters mal. Und vor allem immer die Pfötchen. So. Das ist so, so cute. Es ist so cute. Wie kann ein Tier so cute sein? Und das kann nicht gemütlich sein. Diese Position ist so lustig. Oh ja. Ließen sind mir die Leute, die sich während ein Tier geholt haben und jetzt merken, oh, ich habe keine Zeit fürs Tier. Ganz, ganz schlimm. Verstehe ich auch nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das sind so Sachen, die schließen sich mir einfach nicht. Hey, da sitzen sie beide vor der Terrasse. Von hinten könnte man denken, dass es richtige Brüder sind. Klein. Sie gehören an die Wand gestellt. Oh ja. Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Die meisten haben sich wahrscheinlich auch einfach nur einen Hund geholt. So nach dem Motto, ach ja, dann kann ich ja wenigstens rausgehen. Und ich finde das unmöglich. Also solche Menschen sollten keine Tiere halten. Das ist... Nee, das ist unter aller Sau. Unter aller Sau. So. Ich meine, ein Tier holt man sich nicht aus einer Laune heraus, sondern ein Tier soll einem das Leben bereichern und du rettest dem Tier damit das Leben. Und das Tier soll ein schönes Leben bei einem haben. Und nicht so, ach ja, ich hatte dich jetzt mal 2 Jahre und dann, oh nö, weg mit dir. Oder auch, wenn dann Kinder ins Haus kommen. Und dann, oh nee, Tiere und Kind, das passt nicht. Oh nee, oh, der hat den einmal gekratzt. Nee, das funktioniert so nicht. Das Tier muss weg. Verstehe ich immer nicht. Verstehe ich nicht, solche Leute. Die sind nur Corona-Hunde. Und das ist leider so. Ich könnte kurz gerade, da bekomme ich 100% Eskalationsstatus. Ja, es ist echt furchtbar.
Wir hatten ja... Wann war das denn? Im Juni, Juli hatte ich ja einen Spendenstream. Und da hatten wir für ein Tierheim Spenden gesammelt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 340 Euro sind zusammengekommen. Weil die halt auch total überfordert waren halt mit den Tieren. Und nicht mehr wussten, okay, ne, total überfüllt das Ganze. Wollten dann halt den Tieren was Gutes tun, dann halt nochmal, ich glaube, anbauen. Den Anbau hatten sie dann auch, glaube ich, gemacht. Und ja, dann halt um Essen und so weiter. Ne? Und da hatten wir dann halt so einen kleinen Spendenaufruf gemacht. War auch recht erfolgreich. Dafür, dass unsere Community ja noch recht klein ist. Aber ich finde, 340 Euro war nicht verkehrt. Ich habe dann auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 10 oder 20% der Einnahmen, die aus meinem Shop kommen. Ich habe ja so einen kleinen Mini-Mini-Mini-Mini-Shop. So einen kleinen Online-Laden. Und da kam dann halt auch noch was von rein. Und dann habe ich persönlich dann ja auch noch was gespendet. Und ja. Also da kam ein bisschen was. Bisschen was kam zusammen. Bin ich auch verdammt stolz drauf. Konnten wir wenigstens ein bisschen helfen. Der nächste Hund, den ich mir hole, wird ein älterer sein, damit der noch ein paar schöne Jahre hat. Oh ja. Habe ich auch zu Fotos immer gesagt. Schöne Summe für eine kleine Streamerin, ja. Also ich war tatsächlich baff von der Summe, die wir da gesammelt hatten. Also... Ich kann es teilweise immer noch nicht fassen, was da eigentlich zusammenkam. Es war auch ein richtig, richtig cooler Stream. Wir hatten halt viel Tier-Content halt gemacht. Angefangen mit Planet Zoo, da hatten wir dann halt so mehrere Tiere. Konnte man dann halt einen Namen geben, wenn man einen gewissen Spendenstand hatte. Und es war ganz cool. Also schon sind Weihnachtshunde. Allgemein alle Weihnachtstiere. Wie gesagt, wie die Geschichte mit dem Hasen, den wir ja jetzt haben. So, gut, war jetzt nicht Weihnachten, war Nikolaus, aber es kommt ja auf das Gleiche hinaus. Einfach ausgesetzt, weil, ach nee, macht ja doch viel Arbeit und nee, wollen wir doch nicht. Das ist einfach nur furchtbar, man setzt ein Tier nicht einfach aus. Nee, verstehe ich nicht. Wenn Google mal sibirische Waldkatze eingibt, siehst du, wie meine aussieht. Okay, warte mal. Machen wir einmal. Da. Oh. No. No. Oh. No. No. Oh, süß. Ein mega Fluff. Ja. Oh. Oh, fluffig. Ich liebe fluffige Katzen. No. Entschuldigung. Ich gehe bei Katzen immer so ab. Das ist ganz furchtbar. No. So schöne Tierchen. Fell-Explosion. Aber es ist wirklich so, als wenn eine nasse Katze geföhnt wird und dann puff. Oh, echt schöne Tiere. So wunderschöne Tiere. Okay, die Bilder werden immer kleiner. Katzen mit solchen Augen sind mega schön. Alle Katzen sind schön, aber auch. Oh, die hat aber auch geile Augen. Muss viel draußen sein. Da ist so viel Wildanteil drin. Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Mein Kater möchte am liebsten auch raus. Problem ist, durch seine Gastritis, sobald er irgendwas frisst, auch an Insekten, also selbst wenn er eine Spinne frisst, die ist schneller draußen, als man gucken kann. Und so viel kann ich leider nicht aufpassen. Deswegen wurde empfohlen, dass er, wenn unter Beaufsichtigung, und meistens habe ich ihn dann, das ist ein, ich weiß nicht, eine meterlange Leine, mit der ich dann halt mit ihm rausgehe. Weil anders kann er leider nicht mehr raus. Er war zwar sowieso kein Freigänger, aber er liebt es, draußen zu sein. Und damit er wenigstens noch so ein bisschen Spaß und Freude hat. Der andere hat es halt mit der Niere.
das, ja. Und der andere interessiert sich nicht für draußen. Den kannst du raussetzen und er rennt dir sofort wieder rein. Der denkt nur, oh Scheiße, Wildnis, Kacke, nee, ich will hier weg, Angst. Und zack, ist er wieder in Mamas Bett. Das war's dann auch. Wunderbar. Wenn dieser Foliant hier recht hat, gibt es einen Geheimgang in der Bibliothek. Aber Salem ist verdammt gerne draußen. Aber finden. Auch ein Schisser. Wenn er merkt, dass ich zum Beispiel unruhig werde, dann wird er halt automatisch auch unruhig. Und das ist meistens dann, wenn ein Hund vorbeikommt. Und ich habe immer Angst, dass er mir dann eine Pannen kommt. Ja, das ist ein kleiner Tollpatschkater. Aber ein bisschen Auslauf hat er. Bisschen. Im neuen Wohnort habe ich auch schon überlegt, ob man da nicht vielleicht so ein Safe Place für Katzen machen kann, sodass sie halt raus können, genug Auslauf haben, aber trotzdem nicht weglaufen können. Und dass sie dann halt frei überlegen können, ob sie rein oder rausgehen. Aber mal gucken. Platz wäre da. Ich habe meinen Namen gehört. Was braucht ihr? Behelia, unsere Freundin benötigt eure Hilfe in der Halle der Macht. Die Halle der Macht? Ihr glaubt also, wir haben es gefunden? Aufregend. Geht voraus, meine Egal, Freundin. Das ist ein Friedhof. Ja, bei uns liegt auch schon einer. Ein Kater liegt bei uns auch schon. Jo, ich will jetzt aber einmal mich hinporten in die Stadt. Weil dann kann ich Richtung FF wandern. Das ist ein Katzencafé. Das ist auch so super süß. Oh, ich wollte immer mal in ein Katzencafé. Wollte ich immer mal hin. Aber bei uns gibt es, glaube ich, keins. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. 4, 2 Katzen, 2 Hunde. Nummer 5 kommt leider auch bald. Mal drauf, wenn es hier geht. Auf der anderen Seite weiß man, dass das Tier ein schönes Leben bei einem hat. Komm nach Karlsruhe. Oh, ist ein bisschen weit weg. Ja, doch Karlsruhe ist ein bisschen... Warte mal. Wie weit ist das denn von uns? Da. Heute ist kein Spiel-Content. Glaubt's mir. Wo bin ich denn jetzt gerade bei? Die Dinger des Baums, wie soll man die denn finden? Der Baum ist so riesig. Standort und... Jetzt lädt sie erstmal den Wolf. Ach, ich weiß auch warum. Wegen dem Spiel. Okay, es dauert 5 bis 6 Stunden. Scheinbar. Oder? Ah ne, das ist Öffis. Oder? Doch, 5 Stunden mindestens. Ja, doch, 5,5 Stunden. Je nachdem, wie man fährt. Boah, ich hasse es. Wie gesagt, wenn es jetzt ein bisschen wackelt, das tut mir leid. Es liegt jetzt gerade an dem Gebiet, wo wir hier sind. Wenn zu viele Leute da sind, spackt das Spiel ein bisschen. Viereinhalb Stunden mit einem gescheiten Auto. Ja, mit einem gescheiten Fahrstil. So, Schneider. Analysieren. Habe ich irgendwas, was göttlich oder nirgeschliffen ist? Irgendwas? Das hatte ich schon. Das ist auch schon. Das ist auch schon. Ein Tag. 2 Tage. Ja, lieber ein Tag, weil ich ja morgen nochmal kommen will. Also, kommen will. Weil ich liebe das hier. Wir morgen noch streamen. Katzkaffee mit Zauber. Gibt's das bei uns?
Also gut, ist ja trotzdem noch ein bisschen weg, aber gibt's das hier? Die Gründe sind mir einerlei. Ein Tag. Gibt's hier auch wieder irgendwas Göttliches? Nirgendsgeschliffenes? Nee, nur, wenn nur nirgendsgeschliffen. Nee. Hier? Nichts, was ich nicht schon hätte. Okay. Verwerten. Oh. Jo. Nee. Da muss ich hin irgendwo. Da. Ich würde dann noch einmal eine ganz kurze Mini-Pause machen. Der holt aber jetzt noch hoch. Okay. Nee. Okay, verwerten. Eigentlich nichts. Wow. Was sollte ich noch mal... Verwerte 10 Gegenstände an einer Schmiedestelle. Was? Mach ich einfach. Ist mir jetzt Wumpe. Habe ich mindestens 10 Gegenstände? Ja. Mache ich jetzt aber nur von denen sage ich eh nicht. Brauche. Das hier. So, hier brauche ich nicht. Wer brauche ich nicht? Brauche ich nicht. Hab ich's? Habe ich, sehr gut. Zauber 3 Ausrüstungsteile. Habe ich was zum Verzaubern? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich werde einfach nur die Punkte haben. Jetzt komme ich nicht zu Punkten. Ich kann auch nichts weiter. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, dann muss ich... Nee, ich habe auch kein Gedings dafür. Okay. Hat nichts gebracht. Egal! Gut, ist dann halt so. Dann noch einmal kurz raus. Reitgeschwindigkeit hochdrehen. Und dann wechseln wir. Wie gesagt, haben wir noch 2 MMOs vor uns. So, war das jetzt geradeaus oder war das nach links? Ich glaube, es war nach geradeaus. Hoffe ich. Ich gehe immer mal wieder zu den FPS rüber. Gerade geht's da. Da sind die Pferdchen. Okay, alle. Rein raus, rein raus. So in der Art, ja. Okay, es baut sich langsam auf. Hallo, Stallmeister. Wusstet ihr, dass Waldelfen gut? Und Geschwindigkeit. So, ich bewege mich etwas außerhalb der Stadt.
Dann dauert es beim nächsten Mal nicht ganz so lange. Hier sollte die Ladezeit dann nach, also beim nächsten Mal nicht ganz so sein. FF14 kommt noch und es kommt noch Herr der Ringe Online.